Hallo, meine Lieben, wie geht es euch? Ja, meine Katze ist mal wieder hier und ja, habe hinter mir einen Hund, Hund meiner Tochter und vor mir meine Katze und beide wollen sie Aufmerksamkeit. Zum Glück vertragen sie sich etwas. Ja, heute möchte ich über etwas Interessantes reden. Viel ist interessant, ja. Aber ein Video über ein Video, das jemand gemacht hat, und zwar: Der Papst will als Ehrenoberhaupt aller Kirchen anerkannt werden. Leider kann ich nicht sagen, wer es gemacht hat. Es war von einem 7-Tage-Adventisten-Prediger. So viel kann ich dazu sagen. Ich möchte unbedingt also die Adventisten hervortun. Sie haben zwar einiges, ja, das ich wirklich mit was ich übereinstimme, wie zum Beispiel halt, wer der Papst ist, dass er die Hure Babylon ist, aber dann sehen sie nicht genau, dass da ein Unterschied ist zwischen dieser Hure Babylon und dem Tier, auf dem sie sitzt. Sie denken ja, dass ja diese Wunde, Kopfwunde von dem Tier, dass das dem Papst widerfuhr. Nein, der Papst ist das kleine Horn, das auf dem Tier Daniel 7 sitzt. Er ist nicht ein Teil von den Köpfen. Das sind die Tiere oder das ist das Tier. Und das will ich also heute ganz eindeutig auch nochmal erklären. Aber diese, ja, was ist das, Verordnung oder Bekanntmachung vom Papst, dass er Ehrenoberhaupt aller Kirchen sein möchte, fand ich sehr wichtig. Früher war er ja eigentlich das Oberhaupt aller Kirchen, weil es ja nur eine gab. Und die anderen Gläubigen wurden ja als Lästerer umgebracht. Bis zur Reformation, eigentlich noch nach der Reformation, war das der Fall. Und ja, in den folgenden Jahren nach der Reformation hat er halt an Macht verloren. Aber er hatte nicht die ganze Macht verloren, weil im Hintergrund hat er weiterhin gearbeitet durch seine Jesuiten. Er hat sich überall eingeschlichen, in die, ganz besonders halt, in die Seminare, in die Universitäten, in die Schulen, ja, haben sich die Jesuiten eingeschlichen und haben die Ausbildung beeinflusst. Das war auch der Fall in Amerika, eindeutig. Amerika ist genauso, die viele der Universitäten sind in der Hand von den Jesuiten. Und auch die Protestanten haben ihre Kinder in diese Schulen geschickt, weil sie halt einen guten Ruf gehabt haben. Aber der Papst hat auch, oder das Papsttum hat auch im Hintergrund von Amerika sehr stark gearbeitet, damit er halt sich einschleichen konnte in die Politik, ins Geldwesen. Also er hat ja auch sehr viel Einfluss auf diese Bankleute, die diese Bank von Amerika, Federal Reserve,
ja im Grunde besitzen. Und so hat er dann alles übernommen. Und heute hat er auch der Supreme Court, also das oberste Gericht, die Leute, die dort arbeiten, die Richter, das sind viele, halt Katholiken und nicht nur Katholiken, sondern halt Freimaurer, die auch eben von den Katholiken, also von den Jesuiten, kontrolliert werden. Zumindest heute. Und er hat dann auch halt die Politiker jetzt in mehr und mehr Politiker in der Hand. Mehr und mehr Katholiken sind Politiker, führende Politiker. Und aber dazu kommt noch, dass die führenden Protestanten sich eben schon dem Oberhaupt untergeordnet haben, diesem Ehrenoberhaupt. Das heißt, in Amerika viele der protestantischen Gemeinden oder evangelisch-freikirchlichen Gemeinden sind schon unter dem Papst, haben sich schon unter den Papst gestellt. Und das wollte ich sehr, sehr dringlich dazu sagen zu meinem letzten Video. Aber wie gesagt, ich wollte nicht jetzt nennen, wer das gesagt hat oder wer das kundgetan hat, welches Video, weil ich eigentlich mit diesen 7 Tage Adventisten nicht ganz übereinstimme. Das heißt, das Tier ist nicht Papsttum. Das Tier ist weltliche Politik. Das heißt, der Papst kontrolliert oder die Jesuiten, die ja das ja, Instrument sind vom Papst, Ausführungsinstrument, sie haben die weltliche Politik in der Hand. Und deswegen denkt man, ja, dass da das Gleiche, dass das Horn, ja, das kleine Horn und das Tier gleich ist. Aber wie gesagt, wenn wir Offenbarung 17 anschauen, oder fangen wir schon mit 13 an, sehen wir das kleine Horn nicht. Das Tier in Offenbarung 13 hatte kein kleines Horn. Aber Johannes hat dann gesehen, das kleine Horn näher gesehen in Offenbarung 17. Und da ist es nun eine unabhängige Person. Ja, das Tier und die Hure. Das Tier ist nicht das gleiche wie die Hure, sondern die Hure sitzt auf dem Tier. Der Reiter ist nicht gleich das Pferd. Das müsste man normalerweise verstehen. Der Reiter kontrolliert das Pferd. Und so ist es halt auch mit dem Tier. Deswegen machen die 7 Tage Adventisten einen sehr großen Fehler. Weil sie dann nämlich weiterhin falsche Doktrin predigen. Zum Beispiel sagen sie halt eben dann, dass diese Babylon die Große, also den sie mit Recht Antichrist nennen oder Mann der Sünde nennen, dass er dann das Mahlzeichen gibt. Aber in Offenbarung 13 gibt eindeutig das zweite Tier, das Tier aus der Erde, das Mahlzeichen. Ja, ist noch nicht einmal das erste Tier, das aus dem Meer kommt, auf dem die Babylon die Große sitzt. Da machen sie dann auch einen Fehler. Es ist ein sehr grober Fehler. Sehr grob. Ja, weil auch wenn wir sagen, na ja, das Tier oder mit der Babylon der Großen zusammen gibt das Mahlzeichen, dann sitzt die Babylon die Große nicht auf dem zweiten Tier, das ja das Mahlzeichen gibt. Das zweite Tier ist das Tier aus der Erde.
Und das Tier aus der Erde ist Amerika. Natürlich sitzt die Babylon die Große auch auf Amerika. Sie hat natürlich, wie ich schon gesagt habe, Amerika in der Hand. Aber original, auch in Offenbarung 17 und in Daniel 7, sitzt die Hure auf dem ersten Tier aus dem Meer. In Daniel 7 wird noch nicht mal das zweite Tier, das Tier aus der Erde, genannt. Daniel sieht nur vier Tiere. Und das Tier aus dem Meer ist das vierte Tier. Eindeutig. Und wenn wir dann weiterschauen, sehen wir, dass halt das zweite Tier aus der Erde dieses Malzeichen gibt. Und nicht der Papst. Das heißt, diese Annahme, dass das Sonntagsgebot, das eben vielleicht vom Papst verordnet wird, dass das das Malzeichen ist, stimmt nicht, kann gar nicht stimmen. Also machen diese Adventisten sehr grobe Fehler, auch wenn ich mit ihnen übereinstimme über den Papst, wer der Papst ist. Er ist die Hure, er ist Babylon die Große. Aber zurück zu dem Malzeichen. Der Papst wird nie ein Malzeichen geben, sondern es wird von Amerika aus kommen. Ja gut, vielleicht kann man sagen, aus dieser neuen Weltordnung heraus, dass ja eigentlich Amerika als Hauptland benutzt, weil Amerika ist ja dieses Tier aus der Erde, ist ja ein Imperium, ein Weltreich, das jetzige Weltreich, das letzte Weltreich, ja, es gibt kein Weltreich mehr. Amerika ist das Tier aus der Erde oder der falsche Prophet. Das heißt, jeder Präsident in Amerika ist falscher Prophet und ist Tier aus dem Meer. Und der endgültige Präsident, denke ich halt schon, ob das nun Biden ist oder Trump, sie werden dieses Malzeichen einführen. Wie, das weiß ich nicht hundertprozentig, aber ich muss euch dazu sagen, es wird auf alle Fälle ein finanzielles Zeichen sein, das heißt in Verbindung mit dem Geldsystem. Und wir sehen ja, dass wir in großen Schritten diesem digitalen Geldsystem entgegengehen. Ich denke dann vielleicht, dass sogar viele europäische Länder schon vorbereitet sind. Ich glaube, Schweden ist schon digital oder sehr nahe dran, das einzuführen. Und ich denke halt auch, dass Deutschland bald anfängt mit diesem digitalen System. Ja, das Problem ist halt dann, ab wann wird es dann das Malzeichen? Weil wir werden das digitale System auf alle Fälle benutzen. Ab wann beten wir dieses System an? Und werden nun total kontrolliert durch dieses System? Ich glaube, wir Christen, wir wahre Nachfolger Jesu, nicht jetzt die Christen, die sich Christen nennen, obwohl sie gar nicht den Heiligen Geist haben, sie werden wissen, wenn sie aufhören müssen, diesem System überhaupt gehorsam zu sein. Ich glaube, es wird ein Punkt kommen, da können wir diese Dinge halt nicht mehr annehmen.
obwohl wir dann nicht mehr kaufen können, verkaufen, keine Arbeit mehr haben können, keine Wohnung mehr haben können, kein Auto mehr haben können. Ja? Aber irgendwann werden wir es dann erkennen. Na ja, gut. Dazu muss ich eben sagen, dass dieses Malzeichen meiner Meinung nach eben erst wirklich erzwungen wird, wenn wir schon, also nach der Entrückung. Dieses Malzeichen wird nicht erzwungen vor der Entrückung, also zumindest nicht nach meinen Forschungen der Bibel. Das Malzeichen kommt immer vor während dem Zorn Gottes. Und ich weiß, dass sehr viele noch dem Dispensationalismus anhängen und daher verwechseln diese Trübsalzeit mit Zorn Gottes. Liest Offenbarung. Da ist nie von einer Trübsalzeit die Rede. Na gut, einmal. Aber die Bibel nennt es Zorn Gottes. Die sieben Posaunen sind Zorn Gottes. Die sieben Zornschalen sind Zorn Gottes. Ja, sie sind nicht Trübsal. Und von daher kommt dieses Malzeichen während dieser Zeit vor, wird es während dieser Zeit benannt. Und deswegen denke ich halt schon, dass ihr könnt das studieren, weil gleich das erste, ich weiß es gar nicht mehr, ob es die Zornschalen sind oder die Posaunen, da wird ja von vornherein gesagt, dass diejenigen, die das Malzeichen haben, Geschwüre bekommen. Das heißt, gleich am Anfang wird dieses Malzeichen benannt. Und deswegen denke ich dann schon, dass gleich am Anfang dieses Malzeichen ausgegeben wird. Natürlich, ihr könnt euch vorstellen, die Entrückung passiert, die Leute sind alle durcheinander, wird wahrscheinlich noch mehr passieren, weil ja dann der Zorn Gottes anfängt. Und ich denke, dann sehr viele Dinge passieren. Und ich denke halt auch, da fängt halt dann auch dieser Dritte Weltkrieg an, offiziell dann. Nicht nur Proxy, ne, sondern wirklich. Und da ist dann ein drauf und drunter. Und ich denke schon halt dann, dass eben dieses Malzeichen eingeführt wird, dass jeder eben ein Malzeichen haben muss. Auf der Stirn oder auf der Hand. Ich denke nicht, dass man sehen kann. Ich denke, dass es ein Tattoo ist, das man nicht sehen kann. Dass man nur vielleicht mit Infrarot, ja, das lesen kann. Ist es ein Chip? Das weiß ich nicht. Ja, ich denke eher, dass es mehr ein Tattoo ist. Aber ja, ich habe keine Ahnung. Irgendetwas Neues. Und wie gesagt, wir gehen ja in dieses digitale System und von daher haben sie dann eh schon totale Kontrolle. Sie müssen da nur noch eben dieses Malzeichen einführen. Sie müssen da irgendwie noch einen Grund finden, warum sie dieses Malzeichen einführen. Auf der Stirn oder auf der Hand. Und ich denke halt nicht, wie einige, und ich glaube auch eben diese 7-Tage-Adventisten, dass sie sagen, irgendwie symbolisch auf der Hand und symbolisch auf der Stirne. Ja, nein, ich denke nicht, dass es symbolisch ist, sondern dass es wirklich so sein wird. Diejenigen, die eben dieses Malzeichen bekommen, sie haben dann Geschwüre. Das heißt, irgendwas verursacht diese Geschwüre. Das heißt, irgendwas, was sie eben auf der Hand, was man auf der Hand und auf der Stirn bekommt, reagiert, ja, reagiert mit dem Körper, weil es ja wieder wahrscheinlich eine neue Technologie ist, die sie ausprobieren an den Menschen. Das machen sie ja ständig, ja, und hier haben wir wieder eine neue Technologie, das sie ausprobieren, und das wird eben dann diese Geschwüre hervorrufen. Das ist ja eindeutig. Aber ja, das wollte ich noch dazu tun, diese Information zu meinem letzten Video.
weil ich sehe halt, wie schnell das alles vor sich geht. Ich war ja jetzt in Deutschland und kam zurück wieder. Und es ist interessant, dass als ich durch die Passkontrolle ging, ich meinen Ausweis nicht mehr gebraucht habe. Sie haben lediglich mal also ein Bild gemacht von meinem Gesicht und haben dann ganz genau gewusst, wer ich bin, hatten meine Information schon im Computer. Ja, ich bin also schon im Computer gefasst. Das heißt, das ist schon wieder ein Teil von dieser Digitalisierung. Ja, Digitalisierung. Ich brauche also jetzt schon gar nicht mehr meinen Ausweis in Wirklichkeit, sondern sie machen ein Bild und durch dein Gesicht wissen sie ganz genau, wer du bist. Ja, schon interessant. Und ich denke halt schon, dass alles digital festgelegt ist in einem Supercomputer. Ob es nun deine medizinischen Unterlagen sind. Deswegen denke ich halt auch noch, dass eben dieses Gesundheitssystem zum Beispiel sehr korrupt ist, ob es jetzt in Deutschland ist oder in Amerika, und dass wir halt auch dadurch wirklich gefasst sind. Ja, wir wissen ganz genau, was wir haben, was wir genommen haben, welche Pharmamittel wir genommen haben und wie sie uns schon die ganzen Jahre kontrolliert haben. Ja, dann haben wir unsere Banksachen auf diesem Computer. Das alles festgelegt, meine Lieben. Es bedarf sehr wenig, damit dieses Malzeichen eingeführt werden kann. Sie machen alles, sie bereiten alles vor. Und ich denke dann halt, wenn die Entrückung passiert und dieses ganze Chaos anfängt, weil es ja schon ein Chaos, wenn diese Leute weg sind, das ist alleine schon ein Chaos. Ja? Wenn die Leute weg sind. Und diese Leute, ja, werden weg sein, bevor der Zorn Gottes anfängt. Bevor oder am Anfang von dem Tag des Herrn. Viele machen da auch wirklich Fehler und erkennen nicht, dass dieser Tag des Herrn 1000 Jahre ist. Ich hatte vor kurzem mir ein Video angeschaut über die Essener, ja, vom Toten Meer. Und einige Dinge, die Essener geschrieben haben, ihren Kalender, weil die Juden haben ja den Kalender durcheinander gebracht. Und durch die Juden können wir eigentlich, also das Judentum, können wir eigentlich nicht mehr richtig festlegen, in welchem Jahr wir sind. Also seit der Erstehung von der Welt. Die Juden haben 5000 noch was, ja. Aber wenn wir eben nach dem Kalender von den Essener gehen, da sehen wir eindeutig, dass wir 6000 Jahre Menschheitsgeschichte haben und dann eben der Tag des Herrn anfängt. Dieser siebte Tag. Also 7 Tage, 6 Tage Erschaffung. Das gleiche ist eben mit den 6000 Jahren. Und dann siebter Tag oder 1000 Jahre. Das tausendjährige Reich. Und bevor das anfängt, bevor der Tag des Herrn anfängt, als allererstes wird die Entrückung passieren. Danach wird Jesus Christus seine Feinde zerstören, während dem Zorn Gottes. Da hat er dann endlich, Gott hat endlich die Nase voll. Ich sage ja das immer wieder und immer wieder. Ja? Wir leben jetzt in Sodom und Gomorra. Wir leben jetzt in der Zeit genau wie vor Noah, vor der Sintflut.
gleiche Zeit. Müsste man normalerweise sehen. Normalerweise müsste man das sehen. Gerade in Deutschland müsste man das sehen. Natürlich Amerika genauso. Ist nicht viel anders. Aber ich denke, Deutschland ist da noch viel tiefer drin, weil ja, halt weniger, weil es weniger wirklich Gläubige gibt. Aber ja, das heißt, der Tag des Herrn wird bald anfangen. Der Zorn Gottes wird bald anfangen. Die Entrückung wird bald passieren. Und das war auch vielleicht ein Grund, warum ich gesagt habe, ich werde weniger reisen, weil das ja alles so und so unnütz ist. Ja? Ja, eigentlich schon unnütz. Ja, aber ich komme zum Ende, meine Lieben. Interessant, dass der Papst Ehrenoberhaupt aller Kirchen sein möchte. Genau wie früher, ne? Na gut, da war er wirklich Oberhaupt von allen Christen, weil ja die anderen sind ja umgebracht worden. Aber jetzt will er halt Ehrenoberhaupt aller Kirchen werden. Ja, er hat ja daran schon wirklich lang gearbeitet. Das fängt er jetzt nicht erst an. Aber ich komme zum Ende, meine Lieben. Lasst den Heiligen Geist euch leiten und liest nochmal Daniel 7, Offenbarung 13 und Offenbarung 17. Das sind alles sehr wichtige Stellen, die man lesen muss. Und mein Hund wird aktiv hier hinten. Ich glaube, vielleicht sieht er mal wieder was, irgendwas. Truthahn. Fuchs oder was auch immer. Also, meine Lieben, lasst den Heiligen Geist euch immer leiten.